Reste von nicht mein Arbeitsplatz. Okay. Sehr schön. Und gibt es da oft Streitereien oder nicht? Nein. Nein? Keine Streitereien? Alive, she just spit them all. Woo! Für mehr, oder? Also, ihr seid nur so. Das schaut nur jetzt gerade so aus. Wir haben zusammengeräumt. Ihr habt es zusammengeräumt, okay? Normalerweise verteilt sich alles unser Zeugs in das ganze Atelier. Okay. Man kann nie genug Platz zum Arbeiten haben. Das ist richtig. Aber ja, es schaut authentisch aus. Also. Ah, da liegen schon die Schillinge. Ja. Okay, sehr cool. Auf die kommen wir gleich zurück. Und was machst du mit den Nüssen da? Das ist meine Verpackung. Ah, das ist deine Verpackung, okay. Und da kommen die Ringe rein. Genau. Okay. So. Das ist zugebunden. Oh, wow, okay. Und das verschickst du dann? Oder ja. Es, ja, genau. Wie es halt, jeder kriegt eine Verpackung, ob er es versendet kriegt oder nicht, ob er es will oder nicht. Okay, cool. Und das sind? Ladenknöpfe aus Skateboard. Okay. Also rausgedreht aus so einem Stück. Ich schneide das Skateboard in solche Streifen. Ja, ja. Und dann kann ich jetzt hier noch schauen, was wir finde das faszinierend. Dann lese ich mal dazu, oder? Absolut. Das sind dann quasi so die Streifen. So. Ja. Ja. Dann nehme ich sie so zusammen und dann drehe ich halt irgendwie den Querschnitt. Das ah, okay. Ah, da kommen die ganzen Farben her, okay. Wow, oh, cool. Und das machst du, die Limes dann? Genau, pressig und lang. Press dann zusammen? Dann dicken, ja, ja. Schneide ich okay. Sie auf und Limes zusammen. Okay. Und solche Platten, die dreifach verstürzt sind, damit sie eben Stabilität haben, ja. Dann lese ich die Ringe raus. Okay. Und dann kriegen die noch so ein, weil ich sehe, der eine Ring, der, also eigentlich glänzen alle. Kriegen Sie dann so einen Klarlack noch drüber? Oder? Ja, die werden lackiert und geölt. Okay. Und dann schauen wir mal zu deinem Platz rüber. Mein Platz ist auch leer. Ist so schön zusammengeräumt, gell? Das ist zum Formen von Metall. Das ist zum Beispiel die. Für. Das ist. Hier im Endeffekt kann ich aus einem geraden, flachen Blech, kann ich sozusagen in die Dimension gehen. Ich kann es wölben, so kann ich Kugeln machen, wenn ich zwei Halbkugeln mache. Das heißt, diese ganzen Bunsen kann ich verwenden, um bis dreidimensional zu arbeiten. Das heißt, gibt es in verschiedenen Spitze, Runde, das heißt, die verwende ich, um das Material zu wölben. Ja, ja, okay, verstehe. Gibt es dann auch welche. Für Fassungen, dass ich diese konische Fassung habe, wo dann der Stein hineinkommt. Ja, ja. Das ist eben der. Und das ist dein aufgeräumter Arbeitsplatz. Mein aufgeräumter Arbeitsplatz. Für Gäste schön aufgeräumt. Und eben. Love, me, coffee, da auf dem. Also, auf den, ja, ich habe mir meine Freundin geschenkt. Machst du auch noch was draus, oder? Das weiß ich noch nicht. Ich habe aus einem alten Griff einmal einen Armreifen gemacht, der liegt draußen. Ja, deswegen ja. Hat sie mir die geschenkt, aber die habe ich jetzt gefunden, weil Me plus Coffee ist gleich Love. Das finde ich eigentlich sehr lieb. Das ist cool, ja. Und das ist so das Grundwerkzeug, was man braucht. Die Säge, die Zangen. Also ich sehe schon, du machst viel feinere Sachen, weil du hast da eine große Lupe. Genau, für die Fassungen und solche Sachen. Ich arbeite wirklich sehr gerne, sehr klein, sehr fein. Ja, ja, ja. Sehr genau. Das sieht man, ja. Ja. Und ja. Und schreibst der Alex da manchmal irgendwas drauf? Ja, wir schicken uns Liebesbriefe. Ah, schickt euch Liebesbriefe, ja, hin und her, ja. That's what I wanted, yeah. Ha ha.
schreibt euch Nachrichten, wie es da so geht auf der anderen Hälfte, oder? Ja, weil das ist ja eigentlich, das war die Idee irgendwie vielleicht. Ah, okay, das ist ja nicht so geil. Man kann nicht draufschreiben, ja, so ja. Preisschilder oder so. Ja. Und dann irgendwie haben uns diese Idee wieder verworfen. Irgendwie, ja. Das haben wir es einmal da einfach hingeklebt. Vielleicht schreiben wir uns wirklich kleine Botschaften. Oder ihr bräuchtet so Smileys vielleicht, die man so mit einem Magneten, die man, wenn man, wenn man gut gelaunt ist, dass ein Smiley, dass du nicht einmal so fragen brauchst, wie sie aufgeregt ist. Genau. Oder wenn sie an was arbeitet. Ja, ja, genau. Oder wenn sie an was arbeitet und es funktioniert nicht so recht, dann kann sie ja den Smiley automatisch umdrehen. You can't keep me cooped up in here, okay? I am a peacock! You gotta let me fly! Can you just call himself a peacock? Oder? Oder? Das wäre doch eine coole Idee, oder? Aber das kommt eh sicher nie vor, oder? Oder? Ihr seid immer, es funktioniert immer alles. Ja, ja, ja. Es funktioniert immer alles nach Plan. Ja. Und wenn sie jetzt ein Werkzeug von dir braucht, verlangst du da Miete dafür? Oder? Es wird auf den Cent genau. Okay, ja, also es kommt dann so eine, nein, so eine Aufstellung im Excel-Sheet wahrscheinlich. Und dann Ende des Jahres, das wird aber teuer. Also ich würde das so wöchentlich machen. Also. Nein, das ist, oder? Deswegen ist es auch so schön, zu zweit zu sein, weil wir es uns alles teilen. Das ist, der eine bringt das mit, ja, der andere das. Ja. Und wenn der eine irgendwie ein bisschen Geld geschafft hat, auf die Seite zu legen, dann setzen wir uns zusammen und sagen, hey, was brauchen wir, und das und das und das, könnten wir uns das vielleicht. Ja, absolut, ja, ja. Und so ist es irgendwie. Man muss nicht alles alleine sich anschaffen. Es ist ein Zusammenteilen, Ausborgen. Absolut, ja. Das ist so soll es ja sein. Ja. Ich sehen wollen. Ja, ausgeschnittenes. Und das sind die, Schillinge, die du ausgeschnitten hast? Genau. Und wie schneidest du die aus? Mit der Säge. Mit der Säge, ja. Ja. Nämlich eine Münze. Ja. Der Schliche. Okay. Das sägt man, es passiert gar nichts, und dann gibt es so diese Montage, wo das Sägeblatt geht bing und das Sägeblatt geht bing und dann ist so, ah! Und dann, ich habe kein Sägeblatt mehr. Hast du, Alex, hast du jetzt Sägeblatt? Dann getauscht. Und da hast du von Salzburg und... Genau, das sind die Tappen von den 25-Schilling-Münzen, die ich halt ausschneide von den unterschiedlichen Bundesländern, und dann so Ohrstecken halt auch diesen Ohrstecken. Ja, sehr schön. Und das sind auch... Das ist 5-Schilling, ja? 10-Schilling. Das ist, glaube ich, tschechische Münze gewesen. Das ist aus Hongkong $1 gewesen. Das ist da ein Segelboot aus, ich weiß nicht. Genau, das ist Neuseeland gewesen. Ja. Genau, das ja. Super schön. Und was sind die größeren? Die Ringe, das sind so Kettenringe, also die kann man eben entweder als Ring tragen oder eben als Kette. Als Kette. Das ist dann auch geschmolzenes Silber, sehr roh verarbeitet. Ja. Als eben eher. Okay. Da sind auch mal die Nüsse. Wir haben dieses Jahr, wollen wir auf Instagram so eine Tagesaktion machen. Ja, ja. Und da öffnen wir jeden Tag einen Nuss-Adventkalender. Oh, ursüß, urgute Idee. Und da haben wir eben. Und da ist überall eine Überraschung drin. Ja. Der Alexander Verpackung. Und du hast vorher gesagt, also das ist, sind. Das ist der Alex ihre geschmorte Oberfläche mit diesen geraden Linien kombiniert. Das ist gerade so das Neue, was ich. Ich hoffe, das kommt raus auf dem Video, wie cool das ist, auch mal anschauen. Ah, das sind wieder diese Ringe oder Halsketten. Mhm. Ja. Sehr schön. Und das bist du? Das bin auch noch ich, ja. Da sind eben so Armbänder, diese bunten Armbänder. Mit unterschiedlichen Texten drauf, also da geht es halt um die Statements, die man so mehr oder weniger geheim mit sich herumträgt. Ja, ja. Mit den Ohrsteckern, Kettenanhängern oder eben Armbändern. Auch auf Ringen gibt es eben positive Texte drauf oder eben nicht so wie...
Ah, ja, ich sehe das gerade. Ja, du machst negative Texte und ja, positive Texte. Natürlich, das muss halt schon sein. man hat ja auch gute und schlechte Tage. Made pretty good time. Und da sind wieder die Schillinge. Ja. Und was für Material sind diese Armreifen da hinten? Das ist auch, das ist eine 25-Schilling-Münze gewalzt, so dass sie ganz drin ist. Ja, ja. Das sind 800er Legierungen, die Münzen haben. Wahnsinn, dass man, wenn man die walzt, dass man da so viel, dass man die so strecken kann, mehr oder weniger. Ja. Wahnsinn. Und teilweise arbeite ich halt dann auch so Diamanten ein, wieder in der Mitte. Ja. Da ist im Österreich-Wappen drinnen so ein kleiner Diamant eingebaut, weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, sieben. Ja, man sieht es jetzt, ja. Ja, ja, ganz klar. Ja, ja, wenn man es im Freien tragt, sieht man sicher, weil dann leuchtet er ja. Es geht ein bisschen mehr um dieses Statement. Ich baue es sehr gern innen im Ring einen Diamant ein, ja, wenn man auf der Haut trägt. Und Diamanten sind auch reinigend für die Seele. Ja, ja. Entschuldigung. Dann komm nicht durch. Kein Problem. Wir warten. Aufgeknöpft nenne ich sie, weil ich verwende hier Knöpfe, das ist Knöpfe, die ich gefunden habe. Das ist den einen habe ich den größeren hinten in Argentinien am Boden liegen gefunden. Die vorderen habe ich auf einem Flohmarkt in so einem Sackerl Knöpfe gefunden. Okay. Und irgendwie finde ich das schade, weil das eigentlich so schöne Kunstwerke sind, die wir irgendwie auf Alltagsgegenstände tragen und eigentlich nicht wahrnehmen. Ja. Dass ich sie sozusagen aus ihren üblichen Funktionen rausnehme und zu einem Schmuckstück machen. Ja, verstehe. Und ihnen sozusagen eine Plattform geben, dass sie selber glänzen können. Ja, ja. Und eben, da gibt es jetzt auch verschiedene Materialien. Ich arbeite da mit Bronze oder mit Silber, geschwärzten Silber, vergoldet, das heißt... Sehr schön. Also wenn du mal Knöpfe suchst, bei uns draußen in, ist es glaube ich in Weidling, da gibt es Textil... Okay. Der Müller, der heißt Müller. Ah, den kenne ich eh. Den kennt jeder. Ja. Ja. Warst du schon mal drin? Natürlich. Und ah, okay. Viel zu viel Geld. Man geht rein, ich kaufe nur einen weißen Staubkopf aus mit. Das habe ich gefunden, das habe ich mal diese Schuhe. Ja, aber für wen der Knöpfe liebt, das ist doch ein Wahnsinn oben, oder? Ja, ja. Also, die haben ja auch einen zweiten Stock oben. Weiß, ja, ich war erst vor kurzem dort. Warst du auch schon mal dort? Nein, ich war leider nicht. Es ist sehenswert, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist ein einzigartiges Geschäft. Das gibt es auf der ganzen Welt. Das ist ein Unikat, oder? Ja. Und diese coolen Ledersachen, die haben Leder und jeden Stoff, den es gibt, kriegst du dort. Also alles. Spitzen, Applikationen, Knöpfe, Seile, alles. Und das ist so ein Verrohrdackel, so ein alter, verwinkelter, und dann geht es darauf und dort kommt es noch eine Nische. Das ist toll. Das ist dann meine zweite große Kollektion, ja, die heißt Verwickelt. Ja. Und hier kombiniere ich Edelmetalle mit Edelsteinen. Ja, ja. Und ich stick die ins Material hinein. Das ist, die sind nicht wie üblich Steine gefasst, sondern sie sind ins Material gestickt. Ich versuche da gerade rein zu zoomen, aber man sieht es recht. Halt ein bisschen vielleicht näher zum Licht, ja. Und man sieht ja eigentlich, wie schön die Sachen funkeln. Ja. Weil das sind ja diese Stoffe haben ja verschiedene Farben auch, oder? Oder schaut das nur so aus? Das ist das Schöne daran, dass ich kombinieren kann. Ich habe verschiedene Steine und verschiedene Perlseiden, die ich hier kombiniere. Das heißt, ich kann hier wirklich steuern, ob ich eher warme Farben oder eher kalten Ton haben möchte. Und das heißt... Das ist... Oh, geht's denn schön?
Ich hab's gern, wenn es glitzert. Das haben wir jetzt schon gehört, ja? Das schon gehört. Ja, das sieht man am Boden, das sieht man überall. Und ich auch. Genau. Ja? Glitzerst du auch gern? Nein. Das ist, mag kein Glitzern. Und das ist, ja, mir gefällt der sehr gut, der Name. Ja, von der da? Ja. Der ist, da habe ich was Neues probiert, das sind eigentlich Rohdiamanten. Mhm. Wo ich auch nicht mit Fäden arbeiten kann, weil natürlich ein Diamant das härteste Material ist, die Fäden ja zerreißen würde. Ja. Das heißt, ich habe hier mit so einem Stahldraht gearbeitet. Ja. Und das ist mein erstes Teil mit Rohdiamanten, aber es ist definitiv auch etwas, womit ich mehr arbeiten möchte, weil ich einfach dieses rohe, aber trotzdem, wenn man genau schaut, auch sie glänzen. Auch wenn sie noch immer roh sind, ja, nicht ja das Reine wie ein Brillant haben, aber ja, ich finde ihn sehr schön. Ich finde ihn extrem schön. Anmalchen, ja. Und dann auch in Kombination mit dem glatten Silber und ja dann das rohe Raue, finde ich eine sehr schöne Kombination. Ja, ist wunderschön, ja. Das ist. Und das sind dann Ohrringe noch da unten? Das ist da. Ja, da ist noch ein Armreifen, ja. Ich spiele da mit den Farbverläufen und den Fäden, das heißt, es bietet so viele Möglichkeiten. Welche? Hast du gesagt, die Ohrringe? Ja, die Ohrringe, ja. Die Kogi. Sehr schön. Es ist so wirklich so ganz fein verarbeitet. Genau, das heißt, ich bin definitiv eben, haben wir geredet, ja, die feiner arbeitet, zarteren ja Schmuck macht. Ja, ja. Aber so hat jeder von uns seinen eigenen Stil. Ja. Finde ich sehr schön. Da drüben haben wir auch noch ein paar Sachen. Von Alex Skateboard-Sachen. Ah, das sind ja Arm. Also du machst auch Armreifen. Ja, das ist eben auch aus dem Skateboard. Wieder mal. Eben außen herum ist eben das Kugellager vom Skateboard. Mhm. Das ist dann das Holz, das Herz. Mhm. Immer formend und einfach. Hier ich mal so größere Teile, die ich teilweise ja in der Ausbildung gemacht habe, teilweise einfach so, weil ich motiviert war. Ja. Aber genau, das ist leider recht spannend, auch von Teil. Mhm. Da ist ja auch ein kleines Versteck drin. Genau, weil, also es ist halt, unten ist ein Doppelspart, wo man eben das nicht gescheit lesen kann, was da drin steht. Und dass da dieses Fach kann man halt öffnen, ja, und das reingeben, mhm, und wieder verschließen. Okay. Und das soll halt so ein bisschen diesen Lauf der Zeit, und man kann irgendwie nicht immer alles vorhersehen. Das stimmt. Genauso wie wir jetzt gerade. Das stimmt, ja. Das ist auch ein voll schönes, das mag ich auch total gern. Das ja soll eben so diese Erde sein, das so gehört das. Das sind die Koordinaten meines Geburtsortes, und das ist eine Brosche. In Kärnten. Genau. Ich bin Kärnten. Stimmt. Jetzt haben wir es mit Kärnten. Ja, wir haben es mit Kärnten. Ja. Jetzt weiß es die Welt. Jetzt weiß es jeder, dass du aus Kärnten bist, Alex. Jetzt kannst du dich nicht mehr verstecken. Du bist okay aus Kärnten. Ja. Nein, ich bin stolz. Weiß nicht, ob es stolz ist? Oder ich bin stolz drauf. Bist du stolz, okay? Ja, okay. Das ist eh so. Ja. Mhm. Nimm da Erde. Das? Ja. Nein, das ist auch, also eigentlich eine Kette, die man ganz unterschiedlich tragen kann. Ja. Auch mit einem Diamanten eingebaut. Ja. Und da in diesem Teil da sind die Verschlüsse für die Scharniere. Dann kann man diese Kette, diesen Anhänger quasi zusammenbauen. Ah! Wenn es geht. Okay. Ja, brauchst du es jetzt nicht machen. Geht aber. Ja. Okay. Dann kann man es eben so tragen, oder kann man es eben ganz verschließen oder auch in die andere Richtung verschließen. Ja, ja. Das ist eine Spielerei, ein Spielstück. Sehr schön. Der Stil von einem Kochler, nicht so ein Geschöpfer gewesen. Ja, ja, ja. Das ist, den zu einem Armreifen zu machen. Sehr gute Idee, aber ja. Diese Sachen auch irgendwie sehr schön weiterverwenden, das sind so ganz feine Handketten, die ich ja
in der Ausbildung gemacht habe, die ich einfach in Fassungen, verschiedene Fassungen zu machen. Mhm. Sind noch Armreifen? Genau. Da habe ich Armreifen, die habe ich schon eine Zeit lang hier gemacht, auch wie die Alex und Mantren. Ja. Dann Through Life, Never Stop, Looking Up, My Mind Runs in Circles, das waren zum Teil Texte, die ich in irgendwelchen Liedern gehört habe, die hängen geblieben. Einen feine Ketten, feine Arme. Sehr schön. Das ist immer was, finde ich, was Schönes, was und trotzdem was Handgemachtes. Das heißt, absolut. Und es gibt auch Leute, die gerne was Besonderes, aber trotzdem Dezentes gern haben, mit ein bisschen Farbe. Und weißt du, was wir nächstes Mal machen? Wir machen nächstes Mal ein Video, wo ihr Plätze tauscht. Du musst was Feines machen und sie muss was Gröberes machen. Das ist auch in einem halben Jahr Rollen tauscht. Aber ich kann auch. Aber das wäre doch cool, oder? Und du vielleicht machst irgendwas. Was Großes. Irgendwas mit Holz oder so? Ja? Das wäre doch eine Challenge, oder? Oder? Ich glaube, wir akzeptieren die Challenge. Dass du dir so eine. Dass du irgendwas aus dem Skateboard machst und sie muss aber dir sagen, was du machst. Nein. Oh ja. Sie sagt dir, was. Das haben nicht so viele Grad, sie sagt dir, was du machst und du musst aber auch sagen, was sie machen muss. Und dann komme ich nochmal her und dann machen wir nochmal ein Video drüber. Okay. Ja, oder? Das wäre doch einmal lustig, oder? Das Plexiglas ist komplett zerkratzt, eingeritzt, alle möglichen Sachen eingeritzt. Aber wir wollen nicht sein. Ja. Was ist passiert? Wir alles haben nur Plätze getauscht. Ich würde sagen, auf der Fläche sitzt er da. Oh, ich würde das so gerne probieren, ja? Ja, ich würde das gerne probieren. Okay.